Der Pariser Platz gilt in der Berlin-Tourismuswerbung als die gute Stube unserer Stadt. Aber es ist eben nicht nur die gute Stube. Hier hat bei der Hausnummer 6a Europas führender Hersteller von gepanzerten Rad- und Kettenfahrzeugen mit Werken in Kassel und München seine Berliner Vertretung. Sein Name Kraus Maffei Wegmann. Am bekanntesten sind ihre schweren Kampfpanzer Leopard und die Panzerhaubitze 2000. Dazu kommen die Radpanzer Boxer, Gingo und Fennec. Die Rüstungsschmiede ist im Privatbesitz und setzte laut SIPRI 2011 etwa 1,2 Milliarden Euro um. Damit ist Kraus Maffei Wegmann nach Rheinmetall und ThyssenKrupp der drittgrößte deutsche Rüstungskonzern. Kraus Maffei Wegmann bietet einen speziellen Leopard 2 Kampfpanzer für den Stadt- und Ortskampf an. Dieser ist zusätzlich mit Räumschild und Maschinengewehr ausgerüstet, sodass er sich als unbezwingbare Festung gegen Aufständische einsetzen lässt. Die Merkel-Regierung, wir gehen ja gleich noch zum Bundeskanzlerinnenamt, hat positiv auf die Voranfrage Saudi-Arabiens nach 270 dieser Leopard 2 A7 Plus reagiert. Im Raum steht zudem, dass ein Interesse an 200 Panzern desselben Typs für das Emirat Katar. Saudi-Arabien will auch 30 ABC-Spürpanzer Dingo von Kraus Maffei. Die Friedensbewegung protestiert dagegen, dass Kriegswaffen, die der innerstaatlichen Repression dienen, exportiert werden. Mit Rheinmetall zusammen baut Kraus Maffei Wegmann 350 neue Schützenpanzer Puma. Der Puma ist speziell für den infanteristischen Krieg in Städten konstruiert und kann im Military Airbus überall hin transportiert werden. Wir fordern ein Verbot der Rüstungsexporte und die Rüstungsproduktion in Deutschland muss beendet werden. Wir verlangen, dass Programme für die Ersetzung der Rüstungsproduktion gemeinsam mit Gewerkschaften und Betriebsräten entwickelt werden, damit das Argument der Arbeitsplätze endlich vom Tisch kommt. Wir wollen Friedensproduktion und keine Produktion zum Töten. Und jetzt gehen wir Frau Merkel besuchen.